Dass es auf Geburtstagen schon mal heiß hergehen kann, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Doch während des Hafengeburtstags in Hamburg musste jetzt die Feuerwehr ausrücken, weil nämlich eine große Lagerhalle in Veddel Feuer fing. Die Rauchentwicklung, die war so schlimm, dass die Gäste des Hafengeburtstags sogar die Brücken verlassen mussten. Schwarze Rauchwolken über dem Hamburger Hafen. Gestern am frühen Abend. Ein Großbrand in einer Lagerhalle hat die Feuerwehr vor Ort die ganze Nacht hindurch in Atem gehalten. Auch heute Vormittag ist der Brand immer noch nicht vollständig gelöscht. Es war also schon ein sehr ausgedehntes Feuer, als wir eintrafen. Wir haben inzwischen 6 Löschzüge im Einsatz und die Halle wird ein Totalverlust werden. Es ist eine Halle Größenordnung 80 x 40 Meter. Lagergut ist Styropor, Bauschutt, Bauteile. Also sehr, sehr ergiebiges Fressen für ein Feuer. Mehr als 150 Einsatzkräfte waren vor Ort und dabei, letzte Brandherde zu bekämpfen. Auch die angrenzende Autobahn blieb heute Vormittag während der Löscharbeiten zum Teil gesperrt. Augenzeugen berichten. Ich habe nicht viel mitgekriegt. Wie gesagt, ich habe nur Knallen gehört, Klappern gehört. Und kurz danach stand die Halle in Flammen. Die schwere Rauchentwicklung durch den Großbrand beeinträchtigte gestern Abend auch Besucher anlässlich des Hamburger Hafenfestes, das in den frühen Morgenstunden zu Ende ging. Wir mussten die Theatervorstellung im Theater im Hafen unterbrechen, weil die Rauchsäule direkt dorthin zog, um die Personen dort nicht weiter zu gefährden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Warum es dazu kam, ist nach ersten Ermittlungen noch nicht geklärt.